zwei Teile hier. Herzlich willkommen zu DMF, die Gamer, live aus unserem Studio im hohen Norden. Neben mir sitzt heute Dominik. Moin. Und Marc. Hallo. Ja, nachdem wir in der letzten Woche so ein bisschen Free-to-Play-Titel hatten mit Fable Legends und dann auch noch den neuen Hitman-Teil, machen wir heute actiongeladen weiter. Und zwar gibt es einen neuen Teil von Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3. Jetzt mit noch mehr Modifikationen für den Körper und wir kämpfen gegen Cyborgs. Und wir haben außerdem noch im Programm. Dann haben wir noch Anno 2070, den Trailer. Arno. Genau, das Arno Dübel spielt ist jetzt draußen. Wer Arno Dübel nicht kennt, googeln. Googelt Arno Dübel, aber erst nach der Show. Das haben wir heute auch noch im Programm. Und als Überraschung? Als Überraschung haben wir auch noch was Tolles. Das zeigen wir dann zum Schluss. Ne? Zum Schluss zeigen wir die Überraschung. Ja, es ist schon ein bisschen später. Wir haben schon ein, zwei Schnäppchen getrunken. Ja. Und hier. Was? Nein. Mach hier keine Gerüchte. Nein, natürlich nicht. Haben wir nicht gemacht. So, sehr schön. Wir fangen an mit dem Trailer zu Black Ops 3. Da gibt es einen schönen Reveal-Trailer und den zeigen wir jetzt. Let's go! Ja. Ja. Könnte gefährlichen Inhalt für Kinder beinhalten. Genau. Und da sieht man auch schon. Ja. Black Ops spielt man wieder in der Zeit. Nein. Was? Ist doch scheiße. Was? Mit das in der Zukunft spielt. Tja. Ich weiß das nicht. Ja, Zukunft, Modifikationen am Körper, Waffen und so ist natürlich möglich. Ja. Ist halt, ja. Wie man es kennt. Unter anderem Black Ops war ja auch so. Das ist mir zu Halo. Das ist mir zu Halo-haft wieder irgendwie, ja? Oder? Ja. Das ist so ein Mischmasch wieder Halo und ja, Call of Duty. Also das ist. Nee. Das ist mir wieder zu Zukunft. Das ist natürlich geil, so riesen Roboter und all sowas, aber. Ja, viele Waffenpacks wieder, ne? Neue Klassen gibt's, was heißt neue, aber Vielzahl von Klassen. Der Zombie-Modus geht auch wieder. Ja. Geil. Der hat eigentlich immer Spaß gemacht. Die Zombies. Da war ich ein Fan, ja. Endlich sind die Zombies wieder, ja. Die Zombies sind zurück. In Call of Duty Ghosts gab es ja nur mit Aliens. Nee, Aliens. Ach so, mit Aliens? Ja, aber war nicht so geil. Also, das habe ich auch schon. Lustiger. Genau. Sieht schon nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht. Ich frage mich so, wenn man die Technik hat, so viele Anbauteile an Menschen ranzuschrauben, wieso kämpfen da nicht einfach nur Roboter? Ja, stimmt. Oder? Ja. Also, wahrscheinlich, weil die Roboter eine Rebellion gestartet haben. Sehr wahrscheinlich. Terminator-mäßig. Ja, ist schon witzig, ne? Wenn man drauf steht, ist ja okay, aber wenn ich ein Soldatenspiel oder so ein Army-Spiel spiele, dann muss das auch für mich realistisch sein. Wird aber bestimmt wieder ein Erfolg. Ja, natürlich. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist ja auch nicht verkehrt. Macht auch bestimmt Laune. Black Ops 3. Black Ops 3, wann kommt's raus? Black Ops kommt am. Na, jetzt will ich mal richten. Ja, ist das so? Am 6. November. 6. November. Also nicht mehr lange. Für PC, Xbox One und PlayStation 4. Geil. Ja. Ja. Können wir auf jeden Fall anzocken. Also. Ja, das werden wir auch, denke ich mal, anzocken. Da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz gut Bock drauf. Also zumindest der Dominik. Ja, auf jeden Fall Dominik. Er wird sich opfern. Ja, Dominik muss sich immer opfern für das Allgemeinwohl. Genau, die kleine Jungfrau. Die kleine Jungfrau. Man riecht es auch. Ja, genau. In unserer Straße. So. Ja, wir machen weiter. Genau. Mit einem weiteren tollen Spiel, was auch nicht ganz so brutal ist. Genau. Vor ein paar Monaten war Florian auch ein Arno. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt. Ich bin kein Arno Dübel mehr. Genau. Nee. Wir haben nämlich Anno 2205. Genau, 2205. Ich habe vorhin irgendwas anderes gesagt, ne? 2070, ne? Habe ich gesagt. Ja, irgendwas. Ja, 2070 kam ja schon raus. Wir starten den Trailer einfach mal jetzt und zwar los! Und zwar können wir bei Anno 2205 auch auf dem Mond spielen. Ja. Oh, schick. Ja. Was macht man denn so? Also Anno habe ich schon gehört, aber ich habe es noch nie so wirklich gedaddelt. Hat das einer von euch? Aufbaustrategie ist das. Wir haben doch hier sogar. Ja, 1404. Okay. Hat Marc da. Damals. Damals, ja. Da baust du nur auf, oder was? Ja, du baust halt auch. Also es ist halt kein Kriegsspiel, sondern es ist halt eine so gesehen eine Wirtschaftssimulation. Also du musst halt deine Einwohner halt versorgen mit verschiedenen Gütern. Du findest, also es baut alles auf Inseln auf, also alles Inseln. Du musst halt die ganzen Ressourcen halt eben abbauen auf den Inseln und
gucken, dass die anderen Inseln auch besiedelt sind, damit du, weil auf der einen Insel findest du irgendwie, kannst du eine Zuckerplantage aufbauen, auf der anderen kannst du Kaffee anbauen. Ja, und du musst dann aber alles trotzdem auf deiner. Ja, du musst den Öl finden und was weiß ich, oder was? Genau, genau. Okay. Und ich finde es halt ein bisschen doof, also weil der letzte Teil, also Anno 2070, da konntest du halt unter Wasser bauen, was von der Idee her schon ganz cool war, aber jetzt halt eben auf dem Mond, also ich. Das ist nicht mehr Arno irgendwie. Für mich ist das noch wie früher mit Segelbooten, Piraten, kleine Schlacht. Ich weiß gar nicht, kannst du auch Kriege führen? Ja, ja, das kannst du auch, das ist kein Problem. Aber es geht ja mehr um das Handeln. Ja. Aber ich finde halt, was willst du auf dem Mond? Also ganz ehrlich, dann kannst du wahrscheinlich irgendwelche Gestein, also Stein abbauen, was du irgendwie brauchst, um irgendwelche Gebäude zu bauen und sowas. Also ich find's nicht so toll. Ne? Ja, und, ist Geschmackssache. Ja, und wenn du es vorbestellst, kriegst du ein Kommandoschiff. Ja, weil die Beta wurde auch komplett abgesagt. Ja? Ja. Sollte eine Beta zu Anno 2205 geben. Aber. Und die wurde abgesagt. Also, man konnte sich das Spiel quasi pre-ordern. Und jeder, der sich das Spiel als Pre-Order geholt hat, sollte halt in der Beta mitspielen dürfen, die halt irgendwann im letzten Monat starten sollte. Mhm. Und. Ja, das ist gutes Zeichen, schlechtes Zeichen? Eher ein schlechtes Zeichen, ja, ne? Wenn man eine Beta absagt. Ja, wenn man das noch nicht mehr gekriegt hat. Dann ist das schon so ein bisschen schwierig. Kann ja auch andere Gründe haben, ne? Was die da Tage oder... Was? Tage? Haben ihre Tage vielleicht. So, ja. Spricht dann aus Erfahrung, ja. Ne? Die Beta hat ihre Tage, genau. Ja, wir haben immer noch eine kleine Überraschung. Ne? Ja. Auch ein Spiel, was am Anfang einfach eine totale Katastrophe war. Und zwar Assassin's Creed. Syndicate, ja. Genau. Da haben wir auch noch einen Reveal-Trailer für euch, oder beziehungsweise einen Cinematic-Trailer. Und den zeigen wir euch jetzt. So. Ja, Assassin's Creed. Eigentlich auch ein ganz geiles Spiel. Irgendwie schön als Ninja oder als Assassine. Genau. Spielt ja in London, ne? Ja. Spielt in 1866 oder sowas. Ja. Bin ich gerade auf die Welt gekommen. Ja, genau. Also das ist schon von der Atmosphäre her und von der Grafik ist es schon echt. Oh Gott, das gefällt mir, als cool. Wenn wir Jack the Ripper irgendwie. Als wäre gleich Jack the Ripper kommen. Ist das nicht seine Zeit? Ja, kommt hin, ja. Ist auf jeden Fall, also das Feeling natürlich, haben die gut bei Assassin's Creed gemacht. Also war das schon nicht schlecht. Vielleicht ist es sogar Jack the Ripper. Hat so ein bisschen Jack the Tripper. Jack the Tripper. Jack hat einen Tripper. Hast einen Tripper oder Schanker, bist du immer noch kein Kranker. Erstens knallt ein Zisch, dann hast du dich erwischt. Ja, genau. Zu viel in der Bar. Sagt dein Gynäkologe, Mann. Ja. Du hast einen Kreuzritter, oder was? Ja, stimmt. Sieht nach einem Kreuzritter aus. Ja, über die Story, kann er was zu sagen? Ja, spielt in London, ne? Und er ist ein Tempelritter. Das ist ja immer dieselbe Geschichte, oder? Ja, eigentlich ist es immer dieselbe Geschichte. Es gibt einen Bösewicht, den wir K.O. schlagen müssen. Das wird dann da eine sein, der hier mit der Zigarre in der Hand, der sich gerade das Buch in den Sack reingesteckt hat. Ja, die typische Sprung-Action, ich springe von A nach B und... Ne? Aber er macht ja Laune, ne? Haben wir die Atmosphäre auch gut rübergebracht, ne? Von der Zeit. Ja, es macht schon Laune, aber du denkst ja nach 2 Stunden, das ist immer dasselbe. Ja, haben wir auch. Also auch im ersten Teil, ne? Du springst von so einem Turm irgendwie runter in so einen Heuhaufen rein, ne? Und neben dir steht einer, wo ist der hin? Komisch. Ah, ich gucke ja gar nicht mal in den Stubhaufen rein. Na, also das war, also natürlich haben sie vom ersten Teil ziemlich verbessert, aber das Problem ist halt auch in dem Fall. Von Assassin's Creed kommt mittlerweile jedes Jahr kommt ein neuer Teil raus. So, natürlich haben die Investoren im Rücken, die halt sagen, wir wollen Erfolg, wir wollen Geld sehen und so. Aber es war bei GTA damals genauso. Bei GTA hat der Investor auch gesagt, hier jedes Jahr soll ein neuer GTA-Teil rauskommen. Dann hat das Studio gesagt, nein, wir bringen alle 5 Jahre bringen wir einen neuen GTA-Teil raus. Ja, es ist nichts Neues für mich. Deshalb bin ich auch nicht so begeistert. Grafik sieht gut aus, aber gut. Ja, ich habe jetzt auch das mit den Piraten gespielt. Ich weiß nicht, welcher. Black. Genau, Black Flag habe ich gespielt auf der PS4 und war auch Anfang mal ganz gut, also mit den Schiffen und so fand ich ganz cool, dass du die dann auch modifizieren konntest, aber später war es halt immer dasselbe, ne? Ja. Also auch die Bewegung. Ja, hier wirst du auch wahrscheinlich die ersten 2 Stunden von der Grafik, vom Flair, von den... Musst du alles kennenlernen und dann später... Danach denkst du auch wieder, oh, das kennen wir doch irgendwo. Ja. Richtig, also das ist schon...
Aber es gibt auch genug Fans, ne? Ja, also es lohnt sich auch zu kaufen, die 60, 70 Euro auszugeben, ist ja okay, aber... Ja, aber lieber alle 2 Jahre einen rausbringen, ja, und dann halt eben das, was halt da auch... Da ist noch heißer drauf, ja. Ja. Auch wieder was Neues vielleicht. Ja, das, was dann auch, aber auch wirklich auch durchdacht ist, das Ganze. Ja. Ja. Und dann bringt es halt auch nichts, wenn du halt einen Teil rausbringst und die ganze Zeit Addons dafür noch 2, 3 Stück raushaust und dann schon am nächsten Teil arbeiten. Ja, der letzte Teil war doch so verbuggt, oder? Ja, nicht, genau. Ne? Das war der letzte Teil, genau, der so verbuggt war, genau. Da haben sich auch viele beschwert und ja... War so unfertig einfach nur. Ja. Deswegen spiel's auch nicht mehr. Nur ganz ehrlich sagen. Also ich spiel's aktuell nicht mehr, weil ich ja ganz genau weiß, dass halt irgendwie verbuggt ist. Der Multiplayer ist eine geile Idee, dass du halt zu viert irgendwie rumlaufen kannst. Aber ansonsten muss ich ja etwas überlegen. Also es kann halt so nicht weitergehen für mich. Und vor allem, wir gehen ja von der Zeit her auch immer weiter. Irgendwann sind wir wahrscheinlich ich wette, irgendwann im nächsten Teil wird den zweiten Weltkrieg spielen. Ja, oder so. Ja. Zukunft wieder. Ja, was war das eben? Arno 22? Ja, auf dem Mond oder so. Spielen, ja. Oder auf dem Mars oder sonst was. Ja. Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass der nächste Teil vielleicht dann auch über den Ersten Weltkrieg handelt oder so. Asien, sagen auch viele. Ja. Dieses, auch in der Zeit vielleicht. Ah, ja. Viele wünschen sich ja dieses chinesische Krieg. Ja, ein paar Samurais. Ja, gegen Kreuzkrieger. Kreuzkrieger wäre auch noch was. Das Imperium schickt zurück. Ja. Ja, Erscheinungsdatum war der 23. Oktober. Stand sogar da. Genau, am 23. Oktober kommt das für die PlayStation 4 raus, mit PC natürlich auch. Ne? Genau. Da dürfen wir gespannt sein. Vielleicht spielen wir es. Wenn ihr sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ne? Genau. Ja, ansonsten. Haben wir es geschafft. Das war's. Haben wir es geschafft, ja. Danke Dominik, danke Marc. Ja, wir danken auch Flo. Ja, immer wieder eine Freude mit euch, genau. Sachen zu machen. Ja. Ein Lügner. Ja, wirklich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt Bam, Bam. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Tschüss. Schönen Start in die Woche. Ach ja, stimmt. Kommt ja Montag. Ich muss so winken. So.